Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von City Skylines hier auf dem Kanal. Ja, ich begrüße euch wieder zu einer munteren Runde hier in unserem Peine Perle Niedersachsens. Jo, Arbeitslosigkeit ist da. Was wohl, glaube ich, eher damit zusammenhängt, dass ich jetzt viele gebildete Arbeiter habe, die einfach in der Industrie nicht arbeiten wollen. Und hier haben wir Tote, mega Tote. Aber was ich zuerst nochmal machen will, das dürfte einigen von euch wahrscheinlich aufgefallen sein. Ich habe dieses Woodpecker-Land hier gemacht und ich wollte hier eigentlich eine Holzindustrie haben. Was habe ich depp gemacht? Eine normale Industrie. Ne, wir wollen Forscht. Förster. Jetzt werden die gleich meckern. Jetzt werden hier, dann sieht es schon, sie werden abgerissen. Ich mir jetzt aber auch tröte. Ich wollte hier Forstindustrie haben, weil hier ist so schön Wald. Hier kann man was mitmachen. Und da soll das dann gleich losgehen. Und wo ich dann schon dabei bin, kann ich hier auch gleich, was ich nämlich letzte Folge auch vergessen habe, nicht Folge, sondern eine Aufnahme, ich schnarch ja nicht großer, dass wir hier einfach mal das kleine Gebiet hier umbenennen. Und ich nenne die Folge schon so, wie es eigentlich heißen soll. Und da passiert nichts. Der Doktor pennt, der vergisst das Ding zu benamen. Ist mir dann bei Ansehen der Folgen auch aufgefallen, wo ich mir dann sagte, oh, bist du eine Pinsau. Aber hey jo, hi ja, hi hopsasa, so ist es halt. So, schön hier das Ganze. Jo. Können wir den runter machen. Hier ist es sowieso egal, weil hier ist sowieso Feierabend und Zappa dann. So, Imperial Park. Nope. Das wird nicht der Imperial Park. Definitiv nicht. Zack. Das wird der Sonnenkampf. Und ab dafür. Ach, da könnten wir eigentlich gleich kommen. Da legen wir gleich noch ein paar Richtlinien fest für, weil da soll eine Rauchmelderverteilung, Stromverbrauch sowieso. Die Jungs sollen recyceln. Nö, das lassen wir einfach mal so. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Land auf Ihrem Park... Nö. Und was wir denen dann noch gönnen, ist kostenloser Nahverkehr. Eine Steuererhöhung habe ich natürlich nicht vor. Das ist ja natürlich... Dann machen wir eine Steuerentlastung noch drauf und Städteplanung. Da sollen keine Hochhäuser hinkommen. So, Leute, und schon haben wir das hier ein bisschen eingerichtet. Mal gucken, vielleicht machen wir hier noch und da nochmal einen kleinen Schisslerwengenbogen raus. Jetzt gehe ich mal wieder hier ein bisschen runter. Wenn das große Gepfeife weg ist, hier sieht man schon, hier hat sich die Industrie schon großherrlich zurückgezogen. Beziehungsweise da kommt die erste neue. Und was wollen sie haben? Wir haben Nachfrage nach Gewerbegebieten. Zu den Gewerbegebieten würde ich sagen, die klatschen wir jetzt einfach hier nochmal eine Runde an den Flughafen ran. Wo wir jetzt mal noch hier? Ich sollte, könnte sie ranklatschen, aber das ist hier. Die Jungs und Mädels hier sind auch arbeitslos. Also, gut, was wir hier noch machen könnten. Klack. Es geht jetzt hier am einfachsten. Ich bin zwar sonst nicht der Freund von diesen Gebieten so auszuweisen, aber so geht das relativ einfach und schnell in diesem Fall. Und da soll ja da hier auch keine tolle Ecke werden. Hier ist der Flughafen. Alter Falter, ich glaube, wir sollten mal darauf achten, wie es aussieht, wenn hier die Flughäfen reinfliegen. Genau, nein, die Flugzeuge natürlich reinfliegen in diesem schönen Flughafen, den wir hier haben. Den könnten wir eigentlich auch nochmal... Schönen Namen eben, das ist dann der Peine International Airport, ne? Genau. Peine International. Hallo, kann man noch schreiben, Dr. Tennung. Der Peine International
Na komm, dann gehen wir dem Ganzen. Ja. Port, der Aeroport. Bestätigen wir das. Tschüss. Ja, die Hochhäuser, das sieht wirklich ulkig aus, wo die Jets da durchfliegen. Ich glaube, da. Das ist wirklich ein bisschen dusselig. Aber schauen wir mal. Okay. Da könnte was kommen. Da kommt auch eine Kleinigkeit. Ich denke, die Jungs wollen vielleicht ein bisschen näher hier. Pass auf, wo du hinfliegst. Ah, um das ein bisschen hübscher zu machen, werde ich mal nachdenken, wenn wir da mal ein bisschen was wegreißen. Die lasse ich da hinten jetzt erstmal aus dem einfachen Grunde so, weil solange sie jetzt hier nicht besetzt. Ach du meine Fresse. Solange die Bauten hier nicht besetzt sind, haben wir hier auch noch die ein oder andere Möglichkeit, ja, die erstmal unbesetzt zu lassen, sodass sie uns nicht so stören. Ja. Sprich, da hinten die Industrie kann erstmal ein bisschen wachsen, die anderen können noch Leute zu kriegen. Und ich glaube, ich sollte dann irgendwann mal was jetzt langsam tun, um auch wieder ein paar Leute mehr in die Stadt zu locken. Aber so viel kann man hier gar nicht mehr locken, würde ich sagen. Hm, kann man hier noch was locken? Kann man hier noch mal kurz den Frosch zeigen, wo er die Locken hat? Ja, hier könnte man so ein Dreier-Ding noch hin. Aber ansonsten ist das kleine Texas hier... nope, nicht direkt an der Autobahn. Auch wenn die Autobahn da hat, das ist... Nee. Hier könnte man noch... Aber wie man sieht, haben wir hier schon alles ziemlich gut ausgeplant. Ja genau, hier am Hafen. Klatsch mal so eine kleine Hafensiedlung hin. Zack, mal gucken, ob sich da wer ansiedelt oder ob das da verwaist bleibt als Gebiet. Das werden wir dann, denke ich, mal so sehen. Ja, ich könnte jetzt hier, wie gesagt, die wilde Axt schon, kreisen lassen, was uns aber nicht wirklich voranbringt an der ganzen Sache. Weil, wie gesagt, sobald ich die hier abreiße, bauen sie wahrscheinlich wieder eine neue Industrie auf und die ist dann wieder, ne, da haben wir Arbeitslose, 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 nicht genügend Arbeiter. Und ich schätze, so wird das jetzt hinten, wenn wir kurz zum Flughafen rüberfliegen. Vorbei an der Space Needle. Jo, Bingo Bongo sieht hier noch genauso unspektakulär und bescheiden aus. Ach, schlimm, irgendwie juckt es einen nur bei der Aufnahme in meiner Nase. Oder bei den Aufnahmen besser gesagt. Das ist so ein bisschen... Naja... Bisschen nervig, so geringfügig. So, dann zacka da, haben wir hier noch was. Oh, hier kommen tatsächlich noch ein paar Bürogebäude hin. Das ist doch ganz schnieke, ganz nice. Nice ist der Greis. Wie sieht's hier aus? Jo, hier haben wir holzverarbeitende Industrie. Was ist denn das? Horst Holzwaren. Horst Holzwaren. 4 von 16. 4 überqualifizierte Arbeiter. Ja, besser als gar nichts. Und hier bei dem Horst Holzwaren ist gar nichts los. Ja, wir haben auch zu viel qualifizierte Arbeiter. Das ist leider so. Ja, wir müssen wahrscheinlich noch so... das wird jetzt... böse an, so einen doofen Viertel machen. Und da war ich, glaube ich, hier hinten schon mittendrin statt nur dabei. Mal gucken, wie weit habe ich hier die... Aha, okay. Eigentlich auch schon weit genug gesetzt, dass hier eigentlich genug passieren könnte. Gut, müssen wir mal schauen. Ja, da drüben prangert's. Hier haben wir wahrscheinlich irgendwo einen Toten. Ja, zwei Tote, die nicht abgeholt werden. Den können wir mal schnell ein bisschen Abhilfe schaffen, indem wir noch ein, zwei Verbrennungsanstalten hier und da hinklatschen. Was ist das eigentlich in der Mitte? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich denn... Na, egal. Na, okay, so egal ist das nicht. Und man hört immer noch, wie ich so munter mal immer die Luft mit einsauge. Ich probiere mir das abzugewöhnen, ist aber... ja, relativ schwer nicht. Es ist also, wenn man sich sowas einmal angewohnt hat... Doch, es ist eine gewisse Ecke schwer, sich sowas wieder abzugewöhnen.
Ich gebe mein Bestes. Ich denke, das wird aber noch eine ganze Ecke dauern. Jo, Begrabene 20.000, Friedhofskapazität 85.000, Verstorbene 372, Kapazität, achso, für die Krematorien, aha. Ui. Kapazität der Einäscherungsfälle 3.570. Ja, sieht auch gut aus. Verfügbarkeit ist Tutti auf Amodi. Ja. Und hier drüben haben wir. Ach ja. Und auch hier geht das große Sterben jetzt schon los. Der. Ja. Genau das, was ich vermutet hatte, dadurch, dass wir nicht genug Arbeitskräfte haben, geht hier jetzt erstmal die große Pleitegeierwelle los. Ich rupp hier erstmal alles weg. Ich hoffe, dass ich dann hier dann noch die Leute mit ansiedeln. Also nur die Büroflächen werden relativ schnell wieder. Was heißt Büroflächen? Die Flächen hier werden relativ schnell. Alter! Werden wohl relativ schnell wieder weg sein. Aber was hier schön wäre, wenn wir hier noch ein bisschen. Ja, Leute hinzubekommen, sich hier ansiedeln. Und hier haben wir Tote. Und zum Thema Tod fällt mir ein. Der Tod steht mir gut. Nein, ich glaube, wir brauchen hier noch sowas wie so. Und auf Friedhof an der Autobahn. Haben wir irgendwo Platz für sowas? Genau, da könnten wir den Platz machen. Pampala. Und für die Leute, die es quick and dirty haben wollen. Kommt, zappala, kommt da noch eine kurze Verbrennungsanstalt hinzu. Ja, dann können wir hier aus dem Menü auch wieder raus, würde ich sagen. Müll, ein minimales Müllproblem. Naja, und hier merkt man schon wieder, die nächsten Läden gehen pleite. Ja, Ich würde sagen, wir warten einfach noch mal ein bisschen ab. Also hier wird wahrscheinlich gleich die ganze Reihe wieder pleite gehen, aber was ich einfach noch abwarten will, ist, ob wir, nicht ob, sondern dass sich hier langsam, wie man hier hinten sieht, so langsam alles hochzieht, dass wir hier neue Gebäude haben. Dass die Leute da wohnen, weil dann macht es, glaube ich, auch erst viel Sinn. Ne? Hier sieht man das auch schon. Ne? Hier sind, haben sie auch so die Problemchen, ne? Keine Arbeiter zu finden. Obwohl, ne? Also ne, hier, Saarstedt arbeitsmäßig ist die Hütte voll, da brennt's. Da kommt auch schon Tatütata, der Ingo ist da. Ja, und das lohnt sich, denke ich mal, vorher nicht, weil hier sieht man auch, ne? Das ist alles gering besiedeltes Wohngebiet. Da ist noch nichts so Tolles los und ich glaube, wir müssen hier hinten nochmal eine Feuerwehre machen, obwohl die sind auch schon da, die Jungs. Mal gucken, wie sieht das denn feuerwehrtechnisch aus eigentlich? Hallo? Okay, da hinten und da. Naja, also kann man eigentlich sagen, feuerwehrtechnisch sind wir hier einigermaßen gut ausgestattet. Das ist also nicht so das Problem. Hier hinten bei der Industrie, ja, es ist nicht so schön wie hier, aber sollte trotzdem noch ausreichen. Warum die da nichts haben? Bitte schön, freut euch, datet euch ab, werdet schön. Türkis? Na, dieses komische Grün auf alle Fälle. Halten Sie nichts von? Na gut, kann auch dran liegen, dass es halt. Mal ein Test. Ja, ich glaube, das liegt wohl eher daran, dass es sich da um Gewerbegebiet handelt. Ja. Okay, hier hinten bräuchten wir dann noch ein bisschen was von so Holzindustrie, damit die da nicht so wie der Axt im Walde. Wie sieht's polizeimäßig aus? Ja, polizeimäßig haben wir ja die auch nicht so das Problem. Da haben wir eine volle Mülldeponie. Ich glaube, dem Problem mit der vollen Mülldeponie können wir uns auch mal annehmen. Ach nee, nicht volle Mülldeponie. Friedhof, kein Platz mehr. Stimmt, die Friedhöfe wollte ich noch voll werden lassen. Friedhof, nee, ist noch nicht voll. Weil wir ja für die ein oder andere, ja, das ein oder andere Gebäude noch, ich glaube, vier volle Friedhofsinstanzen brauchten. Deshalb lasse ich die jetzt einfach mal voll werden, so wie sie sind. Pling, da hat sich irgendwas abgedatet. Hier, das ist doch wunderbar. Wie sieht das hier mit den Häusern aus? Das dauert wohl noch ein bisschen, würde ich sagen.
So, um das Dauern mal ein bisschen zu beschleunigen, jache ich das Ganze hier mal auf Zeitraffer und man sieht ja schon, ne, durch die nicht vorhandenen gebildeten, ungebildeten Bürger haben wir ja, gehen die Dinge alle nasenlang den Bach runter. Und wir sehen tatsächlich, wenn man jetzt auf die mittlere Sache guckt, Gewerbegebiet. Nachfrage nach Gewerbegebiet ist da. Wobei ich mich frage, ja, schön, wir haben diese Nachfrage, aber wir können sie personaltechnisch gar nicht stemmen. Der das? Der was? Aus dem einfachen Grunde, weil wir nicht genug Leute haben. Wir kriegen zwar immer so um die 60, 70 People nach, aber gewerbegebietsmäßig haben wir hier halt das Problem, dass nicht genug nachwächst. Bräuchten also viel mehr Leute. Ich denke mal, das wird sich jetzt, wie man sieht, ne? Ich habe es hier abgerissen. Die ganzen werden jetzt wieder hier neu hochgezogen. Dadurch geht das Ganze wieder ein bisschen zurück. Ich hoffe einfach mal, dass sich das langsam fängt und dass wir hier dann halt noch, ja, wie man hier so sieht, es ist. Das sieht schon cool aus mit diesem riesen Wohnhaus und dann dieses altmodische daneben. Hat man in Teilen von Hannover auch. Oh, es wird abgedatet. Na, schauen wir mal, was jetzt aus diesem schönen Haus wird. Aus diesem schönen Altstadthaus. Lass uns mal überraschen. Und was wird's? Jo, wurde platt gemacht und gegen einen Wohnbunker ersetzt. Persönlich, was, wo ich sagen muss, möchte ich nicht drin wohnen, aber es ist wahrscheinlich nur eine Gewohnheitssache. Also das größte Haus, in dem ich mal drin gewohnt habe, das waren 1, 2, 3, 6, 7 zum Schluss, also ein 7-Parteien-Haus. Wenn ich mir das angucke, wo wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich sag mal so, das ist 10 der Luft. Na, und das mal 4, also 40 hätten. Ja, weiß nicht. Und das steigt schon wieder. Jetzt haben wir hier nochmal. Also 40 Parteienhaus oder so. Das wäre für mich so nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da würde ich irgendwann irre werden. Ich möchte meine Nachbarn einfach noch kennen und mit denen ein schönes Verhältnis haben. Das ist dann so, ne, man kennt sich, man grüßt sich, man hält mal ein bisschen Klönschnacken miteinander, wenn man sich trifft. Aber muss nicht so sein, dass man. Also, wir haben uns, als ich und meine Frau nach Wohnungen geguckt haben, haben wir uns auch mal ein, zwei Wohnungen in solchen Hochhäusern angeguckt. Muss ich sagen, war mir teilweise wirklich mit zu unpersönlich bei der ganzen Sache. Muss man sich wahrscheinlich dann gewöhnen. Das ist eine Gewöhnungssache, aber für mich war das halt nicht so das Ding. Fand ich halt nicht so toll. Und jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn ein Flugzeug durch Häuser fliegt. Und zwar gar nichts. Die Möwe ist höher als das Flugzeug. Hier mich auch. Ja, wie gesagt, also meine Sache ist es nicht. Die Hochhäuser sehen hier ganz. Oh, ist das süß. Was aber immer noch nichts dran ändert. Hier sind noch nicht genug People, ne, die das Ganze hier mit Arbeit versorgen. Was mich dann, glaube ich, langsam dazu bringt, hier die Straße mal ein bisschen weiter zu bauen. Sodale. Na. So, und dann zu überlegen, wir haben hier Gewerbegebiet. 1, 2, 3, 4. Weil dann kann ich hier zumindest so schön Viererkästchen wieder einhalten, die Viererblöcke. 1, 2, 3, 4. Tenno hat auch bestimmt wieder schief nach quer gebaut, oder? Natürlich hat er schief nach quer gebaut, der alte Knallkopf. Naja, hätte mich jetzt auch nicht. Alles andere hätte mich jetzt nicht gewundert bei dem Dusel, der hier gerade am Spielen ist. Aber ziehen wir es einfach gerade rüber. Muss ja alles nicht hundertprozentig gerade sein. Ich denke mal, das tut's schon so und wird dann auch passen. Sieht dann auch ein bisschen besser aus, wenn ich alles so. Ja. Spiel, willst du mich veräppeln?